Können wir die jetzt die ganze Zeit auf dem Kopf behalten? Das wäre irgendwie süß. Die darf ja auch nicht so viel laufen, ne? Hey, Mister. Du bist doch gut darin, Dinge zu reparieren, oder? Ja, ich denke. Könntest du bitte, bitte, bitte Storky wieder heile machen? Was, dein Spielzeug? Jetzt gerade? Ich glaube nicht. Du behältst ihn am besten. Oh, bitte. Ich will aber nicht mit einem Kinderteddy herumlaufen. Bitte? Ich muss wichtige Dinge tun. Bitte, bitte, bitte. Kind, ich sag dir, es ist gerade nicht wichtig und dein Teddy, dem geht's doch gut. Nein. Wir wissen alle, was gleich passiert. Bitte? Ach Gott, verdammt, na gut. Ich denke, ich kann das reparieren, wenn ich das richtige Material finde. Okay, danke. Aber erst musst du versprechen. Du musst versprechen, dass du ihn zurückgibst, wenn du ihn repariert hast. Versprochen? Warum sollte ich deinen Teddy behalten? Mama hat Storky immer weggenommen, wenn ich böse war. Und sie hat versprochen, ihn zurückzugeben. Aber das hat sie nie gemacht. Du musst ihn mir zurückgeben, bitte. Ach, na gut, na gut. Oh, das ist dieses Kind anstrengend. Ja, sicher. Ich verspreche, ihn zurückzugeben. Okay, sehr lieb, Storky. Storky ist halt kein echter Teddy, so gesehen. Ich glaube, dass halt wirklich ein kleiner irgendwas anderes ist. Okay, er hat gerade eine Bärenstimme oder irgendeine andere Stimme gemacht. So, ja, ja, ich werde ganz brav sein. Ich habe nicht mal Spaß gemacht. Er ist schon echt gut mit der Kleinen, ne? Also das muss man echt sagen. Ist das ein kleiner Rabe? Ich kann es gar nicht wirklich erkennen. Oh, ich weiß, was das ist. Oh mein Gott. Oh, es fällt mir gerade wie Schuppen von den Augen. Die Entwickler des Spiels heißen Whale Stork. Und ich weiß nicht genau, wie der Vogel auf Deutsch heißt, aber es ist so einer mit einem großen Schnabel, der klappern kann. Also wie ein Storch, aber der Schnabel ist groß, mehr so wie bei einem Pelikan oder so. Wie heißt der denn nochmal? Oh, ich werde das auf jeden Fall raussuchen und hier irgendwo jetzt einfügen, wie dieser Vogel heißt. Und das ist das Plüschi. Das ist dieser Vogel. Ne, mit so einem sehr fetten Schnabel. Also es hat quasi so einen Pelikanschnabel, aber fest. Nicht mit so einem großen Sack unten dran. Ah, deswegen heißt das Storky. Gar nicht erkannt. Okay, das ist süß. Das ist sehr süß. Was fehlt ihm denn? Können wir das mit Duct Tape reparieren? Nee, das wird nicht funktionieren. Und ich will das auch gar nicht. Du solltest das Duct Tape auf deinen eigenen Mund machen, dein Atem stinkt. Tja, wie wär's denn, ich dir damit den Mund zuklebe? Wer würde denn da mit dir sprechen wollen? Oh Gott, ernsthaft. Er redet mit sich selbst, als wäre er eine Puppe. Das ist ein bisschen gruselig. Okay, wir brauchen vielleicht Nadel und Faden oder so. Wir haben eine ganze Menge Sachen dabei und ich weiß nicht, wofür ich was brauche, außer dass wir vielleicht den Weg freimachen können mit der Säge. Das wird eine Weile dauern, aber könnten wir versuchen. Ist bestimmt besser als mit dem Buttermesser. Ah, ich kann es nicht wirklich anfassen. Tja, dann brauchen wir wohl... Mein Holz liegt ja hier überall rum. Wir haben beim Boot auch noch nicht geguckt, ne? Vielleicht ist da noch irgendwie ein Werkzeugkoffer oder sowas. Mal schauen. Der Generator läuft auf jeden Fall noch. Das ist sehr beruhigend. Hier ist noch irgendwas. Wenn eine von denen umfällt. Ich frage mich, wie lange es dann braucht, bis jemand hierher kommt und das repariert. Ich meine, irgendwann zerfällt das hier ja alles. Sowieso alles. Das Holz auf dem Dock ist ziemlich gerottet. Tja, so wie alles andere an diesem Ort.
Okay, da liegt leider nichts mehr. Schade. Schade, schade. Hier können wir also gar nichts wirklich machen. So many trees that it's more like force. Oh Gott. Oh Gott. Schade, ich dachte, wir könnten hier irgendwo noch Werkzeug mopsen. Ja, wir haben zwei Türen, durch die wir nicht durchkommen. Eine Hecke, durch die wir nicht durchkommen. Ein Rudel Wölfe, an dem wir nicht vorbeikommen. Und wir müssen noch... Ich bin nicht so mutig oder so dumm. Okay. Sind die Wölfe noch da? Ja. Irgendwie weiß ich nicht, aber der sieht sehr derpy aus und der sieht sehr traurig aus. Oder schläfrig. Und der ist ein bisschen seltsam, dass er nur ein Auge zukneift. Wir müssen vielleicht irgendwie ein Stück Fleisch finden oder so, damit die was zu tun haben, während wir uns da schnell dran vorbeimogeln. Eigentlich sind Wölfe ja nicht so, ne? Die würden ja schon längst weggerannt sein. Ich habe neulich tatsächlich gehört, Wölfe finden Menschengeruch sehr unangenehm. Das ist total witzig. Für die riechen wir gar nicht gut und passen ja auch nicht das Beuteschema. Deswegen würden die sich sowieso nie wirklich einem Menschen nähern. Wenn es nicht irgendwie vermeidbar ist, ne? Das finde ich irgendwie ganz witzig, dass wir eigentlich völlig uninteressant für die sind. Eher noch abstoßend sozusagen. So, wie kommen wir denn jetzt weiter, Mensch? Kann ich mir irgendwie... Kann ich den Griff davon abmachen? Nicht ernsthaft, oder? Nicht ernsthaft. Das machen wir jetzt nicht. Wir kleben jetzt nicht ein Buttermesser an das Sägeblatt. Oh mein Gott. Ein bisschen Ducktape rum, fertig. Echt jetzt? Ernsthaft? Wenn die Leute nur so gut beieinander blieben wie mit Ducktape. Wow. Okay, wow. Das hätte ich jetzt. Ich dachte, wir schnappen uns hier irgendwo ein Feuerholz und schnitzen uns vorher irgendwie einen Griff. Aber gut. Wir MacGyvern uns hier einfach irgendwas zusammen. Schön. Da hätte ich die auch einfach so angefasst. Tja, ich hoffe, das funktioniert. Dauert bestimmt eine halbe Ewigkeit. Ich kann nicht fassen, dass das funktioniert hat. Du hast einmal etwas Gutes getan, Graham. Wer hätte das gedacht? Schade, dass die Säge jetzt vollkommen stumpf ist. Naja, ich werde diesen rostigen Müll sowieso nicht mit mir rumtragen. Tschüss. Na, wenigstens kann ich das Buttermesser noch gebrauchen. Wollen wir vorgehen oder nehmen wir die Kleine mit? Wir gehen vor. Ach was, was ist denn hier los? Oh nein, dieser Ort. Warum musste es dieser Ort sein? Ah, das ist ziemlich tief. Wenn wir da erstmal runter sind, können wir nicht wieder hoch. Die Wölfe könnten uns erwischen. Ich werde die Kleine zu ihren Großeltern bringen. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. Also so, da kommt man schon wieder hoch. Da kommt man schon wieder hoch, finde ich. Doch, doch. Man kommt vielleicht nicht hoch, wenn man ein kleines Kind auf den Schultern hat, aber... Gut, dann holen wir die Kleine. Ich dachte, wir gehen erst ein bisschen vor, aber... Nehmen wir sie gleich mit. Ist ja auch besser, ne? So, komm. Huckepack. Mister, ich habe einen Wolf gesehen. Wo? Sie sind drauf reingefallen. Sie hatten solche Angst. Ah, witzig. Was ist mit dem Weg da hinter dem Gebüsch? Oh, ja. Ich erinnere mich, dass Mama da irgendwas drüber gesagt hat. Sie war wütend. Weißt du warum? Nein. Aber sie hat gesagt, es wäre gefährlich. Ich glaube, jemand ist da gestorben. Vor langer Zeit. Ja, das ist sehr ermutigend. Danke, dass du mir das jetzt erzählst. Vor allem ihm, ne? Mr. Super Optimist.
Hast du nicht irgendwas über Wölfe gesagt? Hast du hier jemals schon mal welche gesehen? Ich habe noch nie einen gesehen. Aber Mami hat mir gesagt, dass sie im Wald leben. Die sind wirklich gruselig. Ja, allerdings. Sie haben große Zähne und fressen kleine Kinder. Nom nom nom. Wissen Sie, oder weißt du jetzt, wie wir zu Oma kommen? Ich habe eine Idee, ja. Es braucht nur eine Weile. Wir können jetzt los. Was stimmt denn nicht? Nix. Schau mal, das wird schon alles wieder gut werden. Ich wette, wir finden deine Mama da. Und selbst wenn wir das nicht tun, dann wirst du in Sicherheit sein und dann kann sie hierher zurückkommen. Dann wird sie wissen... Was? Achso, dann wird sie ja wissen, wo der erste Ort ist, wo sie nach dir suchen kann. Versprochen? Ich versprech's. Ich werde ihr auch eine Notiz hinterlassen, nur für den Fall. Aber wir müssen dann auch gleich gehen. Kannst du mich wieder Huckepack nehmen? Ja, sicher doch. Okay, warte kurz. Dann mache ich jetzt erst die Notiz. Sie zählt, wie viele Sterne im Himmel sind. 1, 2, 3, 5. Gott, 11, 15. Ellen Ventin, okay. 11, 7. Schön. Ja. So, können wir jetzt eine Notiz machen. Damit Mutti weiß, wo sie suchen muss nach der Kleinen. Stift. Natürlich brauchen wir einen Stift. Ein Stück Holzkohle könnten wir nehmen. Ich weiß doch jetzt nicht, wo ich einen Stift hernehmen soll, meine Güte. Die waren beide noch zu, da hat sich auch nichts dran geändert. Schuppen vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich dachte, wir nehmen die Kleine und gehen jetzt los, aber wenn wir der Mami noch einen Zettel schreiben sollen, dann geht das ja nicht so einfach. Im Schuppen vielleicht? Bei dem Briefkasten war ja nichts. Ja, wenigstens mal so tun, als würdest du nach einem Stift suchen. So, hier ist überall nix. Das ganze Regal kann ich nicht anklicken, nur den Haufen Müll da hinten. Oder können wir doch einfach los? War das jetzt so ein Satz, den er nur gesagt hat? Oder sollen wir jetzt einfach los? Beim Boot war ja auch nichts, ne? Oh je, ich sehe schon, das wird echt übel, wenn sie dann mal wirklich einen Wolf sieht, dann glaubt er ihr nicht mehr. Können wir uns einen Stift ausleihen irgendwie? Hast du einen Stift dabei? Ich habe ein paar hübsche Wachsmalstifte. Okay, das kann funktionieren. Kann ich mir den ausleihen? Warte, die sind schon alt und dreckig geworden. Mama hat sie weggeworfen. Oh, das ist aber schade. Die Mülltonne wahrscheinlich. Right? Weggeworfen? Ich glaube, die Mülltonne. Ist aber eigentlich ganz gut. Also, ne, auch wenn das jetzt ein bisschen hin und her ist. Ich mag das eigentlich, wenn Spiele ein bisschen kleinschrittiger sind. Weil in vielen Fällen ist das so dieses, ja, ich mache dann jetzt mal eben dieses und jenes und... Plötzlich hat man irgendwas, was man dafür bräuchte, ne? Ein Stift, eine Säge, was auch immer, eine Schere oder so. Und man hat das Item aber vorher gar nicht gefunden. Hier und da ist es dann manchmal schon ein bisschen irritierend, wenn man einfach Dinge plötzlich machen kann. Deswegen finde ich das ganz okay, wenn man die ab und zu auch mal suchen muss.
So, Wachsstift. Ein ziemlich guter Wachsmalstift, der noch funktioniert und in Ordnung ist, einfach in den Müll geworfen. Die Mutter hat sich ein bisschen komisch verhalten, ne? Warum sollte man Wachsmalstifte in den Müll schmeißen? Die werden ja nicht wirklich alt. Also, die kannst du ja auch Jahre später noch benutzen. Ach Gott, ja, komm. Du hast doch was zu schreiben, Mensch. Oh. Oh, er hat recht. Keine Familienfotos, keine Leute. Einfach nur Bilder von Booten und vom Meer. Stimmt, es gibt kein Bild von der Kleinen hier. Das ist doch merkwürdig, oder? Die meisten Eltern haben doch Familienfotos, Kinderfotos. Okay. Können wir lesen? Okay. Schade. Ich hätte jetzt gerne gewusst, was er geschrieben hat, aber naja. Gut. Okay, dann geht's los mit der kleinen Huckepack. Gehen wir hier endlich raus. Lassen die Wölfe links liegen und Wölfe sein und sehen zu, dass wir irgendwie verschwinden. Ich weiß immer noch nicht so ganz genau, wovor er überhaupt auf der Flucht ist, ne? Das hat er uns nicht wirklich offenbart. Vielleicht die Wölfe, aber er kennt diesen Ort. Er kennt vor allem den Ort da drüben. Und wir wissen nicht wirklich, warum er hier nicht mehr sein will und warum er hier verschwinden will. Hast du von der Geschichte gehört? Von dem jungen... Cried Wolf, das, ja, das kann man wieder nicht übersetzen. To cry wolf heißt quasi, ne, einfach, was sie gerade macht. So tun, als wäre irgendwas, obwohl nichts gewesen ist. Um, ja, Aufmerksamkeit zu kriegen. Nein, ich bin doch auch ein Mädchen. Ach, vergiss es. So, alles fertig. Lass uns gehen. Hast du eine Nachricht geschrieben, damit Mama sich keine Sorgen macht? Ja, habe ich. Okay, dann lass uns gehen. Kannst du mit der Schweinchen spielen? Ja, sicherlich. Sie wird sicher so grumpy. So, auf geht's. Das Kind hat echt das Leben gerade. Das wäre cool, ne? Mal kurz für eine Minute so in den Körper und den Geist eines kleinen Kindes schlüpfen und Piggyback. Das wird fortgesetzt. Nanu? Wir haben ein bisschen was übersprungen. Da, das ist der Vogel. Whalestalk Interactive. Das sind die Entwickler. Die Wölfe werden dich holen. Wieder ein Mensch rausgebrochen? Echt jetzt? What? Okay, alles klar. Ja, da stand jetzt noch 2022. Das ist, wie man sich denken kann, ein bisschen, hat sich alles ein bisschen verlängert, hat sich alles ein bisschen verspätet. Ja, das war die Demo von The Night is Grey. Mir gefällt es wirklich sehr gut. So Atmosphäre, ne, und die kleinen, feinen Animationen und überhaupt die Grafik ist ziemlich cool. Ich bin sehr gespannt, wann es soweit ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne auf die Wunschliste packen.
Und ja, wir sehen uns dann bei einer anderen Demo irgendwann beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut.